ich habe noch einen Gewinn für alle. Zwar nicht nur die, die heute 250 Euro bei unserem Quiz abräumen, sondern jeder wird hinterher so schlau sein zu wissen, wann es sich wirklich lohnt, tanken zu fahren. Aber es gibt zwei Optionen. Hallo zusammen. Ich mache mich gerade auf eine Spritztour mit meinen Freunden, eine Fahrt ins Blaue. Das einzig Nervige sind ja die Spritpreise. Aber ich habe da jetzt einen sehr coolen Tipp gelesen. Und zwar funktioniert der an jedem Tag in der Woche. Es hängt nämlich nur von der Uhrzeit ab, wann man tankt. Und zwar möglichst früh morgens, noch vor 7 Uhr, weil da die wenigsten Menschen tanken. Am Abend kann man da locker 10 Cent pro Liter mehr bezahlen. Du bist wohl zu viel ins Blaue gefahren, denn tatsächlich ist es genau andersherum. Zwischen 18 und 19 Uhr, da sind die Benzinpreise am günstigsten. Und zwar fast an jeder Tankstelle. Deswegen am besten nach der Arbeit tanken. Mir zugeschaltet ist jetzt in Montabaur Frau Schneider. Hallo Frau Schneider. Ja, hallo. Ich grüße Sie. Wie haben Sie uns denn erreicht? Verraten Sie uns das? Per Online habe ich mich angemeldet. Genau, das geht nämlich. Man kann sich nicht nur per Telefon bei uns anmelden, sondern auch über unsere Homepage. Da gibt es auch noch eine Verlinkung hier im Studio. Kleiner Trick für alle, die es am Telefon schon oft probiert haben. Frau Schneider, bei wem sind Sie? Bei Olaf, der sagt, früh morgens aufstehen, tanken gehen? Oder bei Margarita, die sagt, abends zwischen 6 und 7 abends ist es am günstigsten? Ich denke mal, die Margarita hat heute recht. Weil wir alle keine Frühaufsteher sind. Gucken wir mal. Margarita kriegt das Fragezeichen und das Ausrufezeichen, weil sie natürlich völlig recht haben. So ist es. Es ist morgens am teuersten, wird dann im Laufe des Tages immer billiger, bis es am frühen Abend am günstigsten ist. Und dann steigt es wieder an. Gegen 2, 23 Uhr ist es dann wieder teuer. Super. Wunderbar.